Es ist wieder Mittwoch, das heißt, ich gucke mir einen von euren Kanälen an. Und heute gucke ich mir einen Kanal rund ums Thema Spiele an. Aber nicht ums Thema Computerspiele, sondern um Gesellschaftsspiele geht es auf diesem Kanal. Und zwar auf dem Kanal von Jörg und seiner Familie auf dem Kanal Spieleblog. Und Jörg hat mir super viele Fragen rund um YouTube gestellt. Das heißt, hier wird es nicht nur um Spiele gehen, sondern auch allgemein sehr viele spannende Informationen für alle geben. Das heißt, das könnte auch für dich sehr spannend sein, dieses Video. Ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und heute gucke ich mir wieder einen eurer Kanäle an, die bei der Challenge gewonnen haben. Die Challenge ist die 100 Abonnenten in 14 Tagen Challenge. Da kannst du auch noch selber mitmachen, wenn du das erreichen möchtest. Da wird dir genau erklärt, wie das funktioniert. Und die Gewinner haben ja immer die Möglichkeit, die alles wirklich umgesetzt haben, die haben die Möglichkeit, dass ich mir hier in diesem Format ihren Kanal angucke. Dieses Angucken wird demnächst auch Teil von dem Forum sein, was wir gerade aufbauen. Aber hier gibt es wirklich immer ein einzelnes Video für die Kanäle, die hier bei der Challenge gewonnen haben. Heute gucke ich mir, wie gesagt, den Kanal Spieleblog an. Und ich würde sagen, wie gewohnt, springen wir sofort an den Computer, wo ich euch zeige, was in dem Kanal sehr gut läuft und was man vielleicht noch verbessern kann, damit der Kanal noch schneller wächst. So, jetzt sind wir hier auf dem Kanal von Spieleblog und als allererstes habe ich mir natürlich eine kleine Übersicht über den Kanal verschafft. Und eine Sache, die sofort auffällt, ist, wenn man auf Videos geht, eine unglaublich hohe Upload-Frequenz. Wir sehen hier vor 16 Stunden, vor einem Tag, vor einem Tag, vor zwei Tagen, vor zwei Tagen, vor drei Tagen, vor drei Tagen, vor vier, vier, fünf, sechs. Also es ist mindestens ein Video pro Tag geht online, wenn nicht sogar zwei Videos. Das heißt, hier sind unglaublich viele Videos, die einfach online gehen. Also da muss man echt mal sagen, Hut ab für so eine hohe Upload-Frequenz. Das ist wirklich, wirklich stark. Also das muss man auch erstmal schaffen. Und das ist ja ein nicht unwichtiger Faktor quasi, wie YouTube einen rankt, wie viele Videos man überhaupt hat, über die man gefunden werden kann, wie viele Videos die Abonnenten sehen und so weiter. Das heißt, hier so eine hohe Upload-Frequenz ist natürlich ganz schön toll. Und was damit auch sofort auffällt, ist, dass da sehr viel Mühe einfach in dem Kanal steckt. Und das sieht man auch, da ist sehr viel Leidenschaft dahinter, auch mit den Kindern. Das finde ich unglaublich süß und ich glaube, das geht auch vielen anderen so, die sich den Kanal angucken. Und das ist auch einer der Faktoren, was hier sehr gut funktioniert. Was allerdings auch auffällt, neben der hohen Upload-Frequenz, ist, wenn ich hier mal draufgehe und sich die Zeiten anguckt, sehr viele von den Videos, das hier ist zum Beispiel jetzt ganz extrem, aber sehr viele Videos sind sehr lang. Also man hat zwischendurch mal die 5-minütigen Videos, aber die meisten sind eher 10, 20, wenn nicht noch viel mehr Minuten. Da ist natürlich die Frage, wie lange gucken sich die Leute das an. Von außen kann ich das nicht sehen. Wenn du allerdings mal in deine Statistiken und in die Watchtime reingehst, würde ich an deiner Stelle mal gucken, wie lange gucken sich die Leute das an und was gucken sich die Leute genau davon an? Denn es ist natürlich schön, irgendwie so ein langes Video zu haben. Die Frage ist aber, wer guckt sich die Videos an? Gucken die sich die Leute die Videos an als Let's Play zum Beispiel? Also quasi wie die Computerspiel-Let's Plays nur für Gesellschaftsspiele, weil die viele von den Spielen haben ja so ein Let's Play-Teil quasi in der zweiten Hälfte. Oder gucken sich die Leute das Video an, weil sie das Spiel interessiert und weil sie mehr über das Spiel wissen wollen. Das heißt, hier ist ein bisschen so die Frage, wer ist die Zielgruppe? Und das würde ich mir immer stellen und dementsprechend dann entscheiden, wie lang sollte das Video sein. Wenn ich nur wissen möchte, ist das Spiel spannend, ist das cool, soll ich mir das kaufen, gucke ich mir wahrscheinlich kein Video an, was irgendwie, weiß ich nicht, 23 Minuten dauert. Wenn ich allerdings das gespielt sehen will, dann vielleicht schon eher. Das ist einfach so ein bisschen die Frage. Wenn man hier drauf guckt, ist vieles einfach wirklich für die Suche gemacht und das ist super, weil ich glaube, darüber hat der Kanal auch langfristig das größte Potenzial. Aber dann ist die Frage, wer ist denn da, der da sucht? Sind das die Leute, die das gespielt sehen wollen oder sind das die Leute, die dann Zusammenfassung sehen wollen? Vielleicht macht es Sinn, die Videos kürzer zu schneiden, die Spielsequenzen kürzer zu schneiden. Vielleicht macht es aber auch Sinn, zwei Arten von Videos draus zu machen und zu jedem Spiel wird immer eine kleine kurze Zusammenfassung hochgeladen, wo man quasi so eine Kaufentscheidungshilfe ist, was ja irgendwie am Anfang von dem Spiel auch immer passiert. Und gleichzeitig könnte man ja ein Video hochladen, was quasi auch Let's Play, Exploding Kittens zum Beispiel in dem Fall, oder Let's Play, was fehlt oder was auch immer heißt. Und
dann quasi so eine Art, dadurch zwei Videos einfach haben für die einen Leute, die das Spiel sehen wollen und für die anderen Leute, die eben nur eine schnelle Information wollen. Das ist nur eine Idee, müsste man ausprobieren, ob das dazu führt, dass die Videos mehr angesehen werden, dass die Videos mehr gefunden werden. Aber ich glaube, dass teilweise diese sehr, sehr langen, die sehr langen Dauern nicht unbedingt dazu führen, dass sich mehr Leute das Video angucken. Das müsste man einfach mal im Backend gucken. Aber das ist so eine Grundidee, die ich da zu den Videos habe. Was man sonst auch noch machen könnte, um eben denjenigen zu helfen, die nur einen kurzen Überblick haben möchten, wenn man sieht zum Beispiel viele Leute springen in den Videos und das sieht dann irgendwie in dem Graphen häufig so aus, dass der quasi runtergeht und dann an bestimmten Stellen nochmal so ein bisschen Peaks hat, dann sieht man, ah, Leute sind hier hingesprungen, dann kann man sich überlegen, okay, was sind denn wichtige Stellen von den Videos, wo wieder was Neues beginnt und dann könnte man in der Beschreibung zum Beispiel einfach die Timecodes reinpacken, sodass die Leute draufklicken können und dann direkt zu bestimmten Punkten im Video kommen können oder sowas. Wo, glaube ich, ebenfalls ein wenig Verbesserungsbedarf besteht, sind die Thumbnails. Ich habe mal gesucht, so nach ein paar Spielen, zum Beispiel habe ich mal geguckt, was sind denn die meistgeklickten Spiele oder die meistgeklickten Sachen, die hier auf dem Kanal liegen. Das ist ja mal ganz spannend, um zu sehen, worauf kann man nochmal mehr machen. Und habe hier so ein paar Videos mir mal angeguckt und habe dann mal Ubongo und Tiptoy, weil ich dachte, da könnte vielleicht auch noch was anderes sein, gesucht. Und tatsächlich gibt es bei Tiptoy fast gar nichts und der ist natürlich okay, da im Stich braucht man auch nicht so unbedingt herausstechen. Bei Ubongo gibt es auch gar nicht so viel und da sehen die meisten auch sehr gleich aus. Wenn man jetzt allerdings zum Beispiel mal zu Exploding Kittens geht, das ist jetzt nicht unter denen, aber es war eins, was unter den aktuellen Spielen war, dann sieht man, hier sehen die Spiele sehr anders aus. Hier hat man, hier sehen die Thumbnails, hier ist keines jetzt von dem Spieleblock-Videos dabei und hier sind die Thumbnails sehr viel roter, sehr auffällig ziehen viel mehr Aufmerksamkeit vielleicht auch auf sich als so ein Bild, was halt eben irgendwie vielleicht so aussieht, was mehr nach einem Home-Video aussieht, was ein bisschen unprofessioneller aussieht und vor allem diese Schriftarten, es tut mir leid, aber diese weiße Schrift da drauf lässt das Ganze auch nicht unbedingt professioneller aussehen. Also da ist immer die Frage, klar, irgendwie diese nette Persönlichkeit ist immer wichtig, aber wenn man das Thumbnail so hat, dass es auffälliger ist, könnte man einfach nochmal mehr mehr Fokus auf dieses Thumbnail ziehen und da würde ich Folgendes machen, ich würde hingehen und irgendwie Farbe in die Thumbnails reinbringen. Ich würde gucken und wirklich darauf achten, dass alle Thumbnails scharf sind, weil manchmal sind die Bilder nicht ganz scharf. Und ich würde irgendwie vor allem das Spiel rausstellen. Das heißt, vielleicht auch einfach ein Bild machen, wo das Spiel noch näher dran ist, weil manchmal ist es hier ein bisschen weit weg. Man sieht, dass gerade bei denen, die viel geklickt werden, wenn man hier nochmal nach der größten Beliebtheit sortiert, dann sieht man, dass das Spiel da eigentlich immer sehr groß und sehr sehr klar vorne drauf ist und das ist natürlich sinnvoll, weil es geht ja irgendwo um das Spiel, das heißt, ich würde immer gucken, dass man das Spiel ganz klar erkennen kann, dass vielleicht Farbe drauf ist und dass die Schrift auch so ist, dass sie sich abhebt von der ganzen Geschichte, dass das Ganze einfach ein bisschen designter und ein bisschen auffälliger aussieht, weil ich glaube, das ist so eine kleine Sache, die aber einfach den ganzen Aufwand ist ja quasi umsonst, in Anführungsstrichen, wenn nicht viele Leute draufklicken. Und ich denke, dass man gerade mit solchen kleinen Veränderungen an den Thumbnails nochmal viel rausholen könnte und den ganzen Aufwand, der hinter dem Kanal steht, einfach nochmal deutlich mehr, einfach, dass dann wieder mehr rauskommt von der ganzen Geschichte. Dann gibt es natürlich wieder ein Thema, das heißt Suchmaschinenoptimierung, denn ich hatte ja eben schon gesagt, viele von den Videos sind eben so, auch dass sie, denke ich, für eine Suche ganz relevant sind. Und wenn man jetzt zum Beispiel hier mal guckt, da hatten wir ja Exploding Kittens, war nicht darunter. Ich habe hier schon Deutsch eingegeben, weil sonst kriegt man natürlich die ganzen englischen Sachen. Aber selbst wenn ich mal nur Exploding Kittens eingebe, dann sehe ich direkt, abgesehen von der Not Safe for Work Edition, suchen Leute nach Deutsch, Deutschanleitung. Das heißt, das wären noch Sachen, die man natürlich irgendwo reinpacken könnte. Und dann habe ich mal nachgesehen, bei dem Exploding Kittens Video ist das zum Beispiel gar nicht drin. Das heißt, das wären zum Beispiel Standardtext, die in alle möglichen Videos eigentlich noch reinkommen könnten. Und so würde ich auch mal hingehen und einfach bei den Spielen nochmal gucken, wonach suchen die Leute wirklich bei den Spielen. Und dann mal so ein bisschen gucken, auf welche Tags kann ich das Ganze denn optimieren, um dann auch in der Suche gefunden zu werden. Abgesehen von meiner groben Einschätzung zu dem Kanal gibt es allerdings noch massenhaft Fragen, die Jörg mir gestellt hat und deshalb würde ich jetzt sagen, ich mache gar nicht hier weiter mit dem Analysieren, sondern wir gehen nochmal in die andere Kamera, in mich in Person und da beantworte ich nochmal die ganzen Fragen, die Jörg noch zu seinem Kanal hatte.
Erstmal nochmal vielen Dank, Jörg, für die ganzen Fragen. Das sind, glaube ich, sehr, sehr spannende Fragen dabei, zu denen ich teilweise nochmal ein eigenes Video machen kann. Hier aber meine grobe, kurze Einschätzung zu deinen Fragen. Die erste Frage ist, es sind jetzt auf dem Kanal schon ca. 250 Videos online gegangen. Lohnt es sich, die alten Videos nochmal zu überarbeiten? Und da kann ich sagen, ja, in sehr vielen Fällen lohnt sich das. Ich würde es an deiner Stelle davon abhängig machen, wie viel Potenzial du siehst, dass überhaupt noch Leute auf diese Videos kommen. Aber wenn du das Gefühl hast, hier gibt es Themen, hier gibt es Spiele, die viel gesucht wahrscheinlich sind oder zu dem es viel auf YouTube gibt, aber das Video von dir performt nicht so gut, dann macht es immer Sinn, so ein Video nochmal zu überarbeiten. Denn sobald man die Metadaten anpasst, also zum Beispiel den Titel anpasst oder eine Beschreibung was ändert, neue Text hinzufügt und so weiter, dann bewertet YouTube das Video nochmal neu. Das ist nicht ganz so gut wie am Anfang, aber trotzdem bewertet YouTube das Video nochmal neu und man hat das Potenzial, dass das Video quasi doch nochmal besser rankt, als es das vorher getan hat. Das heißt, ja, in vielen Fällen macht das Sinn, sich die Videos rauszusuchen, wo man denkt, da ist noch Potenzial von den alten Videos und die nochmal zu überarbeiten. Dann fragst du dich, wie deine Bild- und Tonqualität ist. Und ich habe mal so grob drüber geguckt. Zunächst einmal ist es auch hier, genauso wie in den Thumbnails, wichtig, dass das Bild wirklich scharf ist. Ich würde immer darauf achten, dass alles scharf gestellt ist, weil wenn nichts im Fokus ist, sieht das natürlich gleich unprofessionell aus. Und darauf achten, dass es nicht zu hell wird, weil du hast so ein bisschen die Tendenz, überbelichtet zu sein. Ansonsten ist ein bisschen das Problem an dem Set einfach, dass der Hintergrund super unruhig ist. Also bei dir sind ja diese massenhaft Bücher im Hintergrund und das sieht deshalb immer sehr unruhig aus. Da muss man ein bisschen gucken, vielleicht kann man weiter vom Hintergrund weggehen, dass der Vordergrund heller ist, der Hintergrund dunkler wird oder solche Geschichten machen. Einfach damit der Hintergrund wirklich nicht so sehr dem Vordergrund die Show stehlt, weil dann wirkt das ganze Bild einfach sehr unruhig. Dann ist die Frage, wenn man auf Messen unterwegs ist, wie sieht das denn da mit DSGVO, mit Bildrechten aus? Worauf muss man achten? Und ich bin natürlich da jetzt kein Experte, deshalb kann ich euch hier am besten mal zum Experten schicken. Wir machen ja unter anderem die Videos von der Kanzlei Wildeborger-Solmecke und hier gibt es ein Video, was ziemlich genau dieses Thema gerade auf die DSGVO, bezogen beantwortet. Und ansonsten gibt es auf dem Kanal von der Kanzlei auch noch eine ganze Serie Recht für YouTuber. Falls dich diese Themen, was du rechtlich auf YouTube beachten musst, interessieren, dann guck da auf jeden Fall mal rein. Dann habe ich die Frage bekommen, wie gut ist denn der Trailer? Was kann man da verbessern? Was wäre da noch für Optimierungspotenzial? Und da muss ich wirklich sagen, ich finde den Trailer, der passt super zum Kanal. Das ist sehr sympathisch mit den Kindern, von daher würde ich da gar nichts großartig dran ändern. Und dann die Frage nach dem Intro und Outro. Kann man da noch was verbessern? Das ist jetzt schon unter so vielen Videos. Macht es denn Sinn, das überhaupt noch anzupassen? Und das ist tatsächlich eine gute Frage, denn einer der Hauptpunkte von Intro und Outro sind ja Wiedererkennungswert. Klar, das sieht jetzt nicht super professionell aus, man könnte bestimmt ein schickeres Intro hinbekommen, aber ich denke, wenn da ein hoher Wiedererkennungsfaktor ist, dann ist das eine der wertvollsten Sachen, die man eben in so einem Intro und Outro hat. Das heißt, du musst dich einfach fragen, sind da potenziell mehr neue Leute auf meinem Kanal, die einfach für die es schicker wäre und besser wäre, wenn da ein neues, gutes Intro wäre? Oder sind da mehr alte Leute auf meinem Kanal? Ist es mir wichtiger, dass die Leute, die das Intro schon kennen und es lieb gewonnen haben, einfach wieder dieses Intro sehen? Dann macht es vielleicht Sinn, das Intro nicht anzupassen. Oder man geht irgendwo einen Mittelweg und sagt, wir nehmen zum Beispiel die Musik, die ja in dem Intro immer wieder die gleiche ist, dieses Lied und packen das unter das Intro, aber upgraden das Design einfach nochmal ein bisschen oder sowas. Dann eine Frage, die sich auch schon wieder auf diese sehr vielen Videos, die auf dem Kanal liegen, bezieht. Wie schafft man es denn, dass neue Zuschauer wirklich die besten Videos sehen? Wie kann man neuen Zuschauern besonders gute Videos, die man besonders mag, ans Herz legen? Und hier würde ich hingehen, eine Playlist erstellen und die ganz weit oben auf den Kanal selber packen. Das heißt, das ist eine sehr gute Frage. Es ist ja super unübersichtlich. Auch bei mir gibt es so viele Videos. Wenn man sich die alle angucken möchte, ist man Jahre beschäftigt wahrscheinlich. Was du aber machen kannst, wenn du sagst, hier, das sind unsere Lieblingsspiele, guck dir auf jeden Fall die Videos zum Beispiel an, dann würde ich eine Playlist nur mit den paar Sachen machen und die weit oben auf meinem Kanal platzieren, weil dann finden die Leute die am ehesten. Die kann man vielleicht auch nochmal in Infoboxen reinpacken oder sowas. Aber so kannst du so ein bisschen das gucken, was die Leute sehen. Ansonsten ist es auf YouTube einfach so, du hast wenig Kontrolle darüber, welche Videos die Leute in welcher Reihenfolge sich ansehen. Dann hast du noch die Frage gestellt, wie du es schaffst, mehr Zuschauer in den Kommentaren zu gewinnen. Und hast gesagt, dass du manchmal schon mal eine Frage im Video stellst oder eine Frage in die Kommentare schreibst. Und im Endeffekt genauso. Also das sind die Hauptmöglichkeiten, wie man irgendwie mehr Kommentare fördern kann, indem man Kommentare aktiv anregt durch selber Kommentare schreiben und Fragen stellen oder in den Videos nach Kommentaren und Fragen stellen. Es ist allerdings halt auch so, viele der Videos bekommen einfach nur 100 Aufrufe. Da kannst du nicht mit massenhaft Kommentaren rechnen. Denn klar, je mehr Aufrufe so ein Video bekommt, desto mehr Kommentare bekommt es natürlich potenziell auch.
Dann noch eine sehr spannende Frage, solltest du dir deinen Kanalnamen schützen lassen? Das ist natürlich die Frage, wie kann man sich den Kanalnamen schützen lassen? Als Marke eintragen bei Spieleblog, weiß ich nicht, ist ein sehr beschreibender Name, das kann man häufig nicht als Marke eintragen. Das ist natürlich auch die Frage, lohnt das sich überhaupt, die als Marke einzutragen? Und hier ist eigentlich die Faustregel, sicher dir die Domain. Sicher dir einfach die Domain spieleblog.de und dir kann das quasi keiner mehr wegnehmen, denn heutzutage sind die Domains ja quasi wie eine Markeneintragung. Wenn du die Domain hast, wenn du einfach die Internetadresse besitzt quasi, dann kann ja kein anderer mehr hingehen und dieses sich selber so nennen quasi, weil er kann niemals eine Internetseite unter dem Namen aufbauen. Und das ist so viel wert heutzutage, irgendwie diese Domain zu haben. Spieleblog.de ist noch frei, das heißt, ich würde an deiner Stelle schnell hingehen und mir die sichern. Kostet ja nicht die Welt, das kostet irgendwie 10 Euro im Jahr oder so, vielleicht 20, einfach nur diese Domain zu haben. Die kannst du dann weiterleiten auf deinen Kanal, fertig. Aber wenn du diese Domain erstmal hast, geht so schnell kein anderer hin und nennt sich so. Das ist jetzt zwar vielleicht nicht der offizielle Weg oder sowas, aber ich glaube, das reicht heutzutage häufig, gerade bei solchen kleineren Sachen, du möchtest ja jetzt wahrscheinlich kein Riesenunternehmen draus machen, um einfach dir diesen Namen zu sichern. Dann die nächste Frage, viele haben dir auch empfohlen, das passt vielleicht auch dazu, dir eine Homepage anzulegen, aber du hast gar nicht so richtig das Gefühl, dass dir das was bringen würde. Und da ist tatsächlich die Frage, warum legt man sich eine Homepage an? Die muss irgendeinen Mehrwert bieten, die muss irgendeinen Sinn haben. Man betreibt keine Homepage, wenn die einem nichts bringt. Jetzt könnte die Frage sein, kann man dadurch noch irgendwie mehr Leute auf die Videos lenken? Meistens nicht. Also meistens ist es eher andersrum, dass man dann über die Videos Leute versucht, auf die Homepage zu leiten, um dann irgendwie Kunden draus zu machen oder sowas. Oder um den Leuten noch Dinge zu verkaufen oder um den Leuten nochmal mehr Mehrwert durch andere kostenlose Produkte außerhalb von YouTube zu bieten oder was auch immer. Aber es macht natürlich keinen Sinn, eine Homepage zu haben, die einfach nur dafür da ist, dass du eine Homepage hast. Von daher würde ich sagen, nein, du brauchst keine Homepage, wenn die keinen großartigen Mehrwert hat. Und über eine Homepage wirklich Leute wieder auf YouTube zu bekommen, ist relativ schwierig. Da musst du wirklich aktiv hingehen und irgendwie über eine andere Quelle wieder Leute auf die Homepage leiten, zum Beispiel über Suchmaschinenoptimierung oder sowas, weil warum sollten Leute auf die Homepage gehen? Du erstellst ja nicht einfach eine Homepage und dann sind plötzlich Leute da, die müssen ja auch wieder von irgendwo kommen. Das heißt, grundsätzlich würde ich bei dir sagen, macht vermutlich keinen Sinn, wenn du dir so eine Domain gesichert hast, wie eben gesagt, einfach auf den Kanal weiterleiten und das reicht eigentlich. So, das waren die Fragen, das waren sehr viele Fragen. Ich glaube, das Video ist jetzt dadurch auch ziemlich lang geworden. Ich hoffe aber, dass es dir trotzdem sehr viel gebracht hat, sowohl dir, Jörg, auch deine Fragen beantwortet hat, als auch allen anderen hier draußen einfach nochmal allgemeine Fragen zu YouTube beantwortet hat und auch nochmal super viel weitergeholfen hat. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche im nächsten Video. Falls du die Challenge noch nicht gemacht hast, guck dir auf jeden Fall mal die Challenge an. Ist wirklich für jeden Kanal was, egal wo ihr unterwegs seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan.